Beton. Und indem das ich das Objektiv noch einmal so nachstellen muss, wollte ich euch gleich zeigen, wie man das machen kann und wie das Ganze ausschaut. Also. So, dafür macht ihr einen ganz Schaum drüber sein. Drin lassen. Das ist komplett egal, ich könnte sogar dann gleich überprüfen, ob es funktioniert oder nicht. Denn ich halte die Schrauben nochmal wirklich gut. Danach zieht ihr von oben weg, ganz vorsichtig. Das sind so Clips. Wenn man das zieht da, das sind so Clips oben. Zieht ihr das vorsichtig runter. Hier sollte eigentlich normal. Ah, okay, zu viel ist Schraube. Und zwar das Gute an der Kamera ist, die Linse lässt sich schrauben, die ist verschraubt. Also am Anfang, sie ist verklebt auch noch am Anfang. Also man muss ganz vorsichtig sein. Man kann natürlich jetzt schon testen, beziehungsweise ganz normal runterdrehen. Das ist ein ziemlich langes Gelände. Dass die Actionkamera keinen Autofokus hat und noch alles per Hand einstellen kann. Und da haben wir es auch schon. Da ist der Chip drin. Man sieht. Ja, man sieht die Spiegelung. Da ist der Chip hinten. Und hier vorne. Hier war der UV-Filter drauf, den habe ich runtergenommen. Da waren geklebt an den Ecken, beziehungsweise an dem inneren Kreis. Da waren geklebt, war ein bisschen schwer zum runterbekommen. Deswegen habe ich auch gehofft, dass er nichts versemmelt. Wenn ihr das gemacht habt bei der Kamera, dann schraubt ihr das Ding einfach wieder drauf. Schaltet dann das Gerät ein, sodass ihr die Schärfe überprüfen könnt. Ihr könnt da hinten auf dem Display, könnt ihr dann die Schärfe sehen. Das ist jetzt recht funktioniert. Und das muss man halt dann durch das Drehen, muss man es einstellen. Sieht schon relativ gut aus da.
Wenn ihr das gemacht habt, dann einfach ganz normal wieder zusammenstecken, wieder festschrauben und voilà, ihr habt eine Fullspektrum-Kamera. Also relativ einfach. Wie gesagt, ich kenne es eigentlich nur von der Denver jetzt. Ich habe noch keine andere Kamera probiert. Es funktioniert eigentlich mit allen Kameras. Alle Kameras haben einen UV-Filter, also so ein kleines, dünnes Glas ist das, dieser UV-Filter. Sieht man auch schon violett leuchten. Okay, jedenfalls, wenn ihr die Kamera fertig habt, offen lassen noch zum Feinjustieren und dann überprüfen, wie es ausschaut, auf Entfernung. Action Cam schaut eigentlich ganz gut aus vom Display her. Entfernung und mehr. Muss ich dann gleich überprüfen. Gut, könnt ihr mit einer anderen, mit einem Fotoapparat oder also Digicam, kann das genauso gemacht werden. Die Frage ist nur, wie einfach das ist dann mit dem Zerlegen und Zusammenbauen wieder. So sollte das Ganze aussehen, im Licht, beziehungsweise mit normalem Licht. Funktioniert hat. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Ich weiß nicht, ob das bei allen Denver Cams ist. Bei der 8050B auf jeden Fall. Das ist die hier. Die mit GPS und Wi-Fi. Und bei der hat es auf jeden Fall geklappt. Für Leute, die sich hier relativ ganz viel Geld selber eine machen wollen. Das ist der einfachste Weg. So, das Ganze kann natürlich untertags einen leichten violetten Stich haben. Aber ihr könnt die Cam genauso untertags noch verwenden. Wie gesagt, wird einen leichten violetten Stich dann haben, das Bild. Und mit Infrarot, der gesehen, könnt ihr alles sehen. Also es nimmt UV und Infrarot auf, deswegen auch Vollspektrum. Ich werde euch noch Bilder einblenden, damit ihr sehen könnt, was wir sehen und was man mit Vollspektrum sehen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen nach oben. Wenn nicht, Daumen nach unten. Auch recht. Aber ja. Viel Spaß beim selber ausprobieren. Bis dann. Ciao, ciao.